häufige Frage im Kurzspiel, die meine Schüler an mich stellen. Soll ich den Schläger kürzer fassen oder soll ich ihn normal greifen? Und der Unterschied ist enorm wichtig, diesen eigentlich zu kennen, um draußen das richtige Setup zu machen. Weil das Setup ist 90% Erfolg. Sowohl beim Putten, Chippen, Pitchen, im Bunker, im mittleren, im langen Spiel. Also essentiell, wenn du richtig dastehst, dann kannst du besser performen, als wenn du dich falsch hinstellen würdest. Dann musst du das kompensieren. Also hier die Logik, glaube ich, dazu, weshalb das Setup so wichtig ist und schlussendlich dir 90% Erfolg schon garantiert. So, was passiert, wenn wir unten greifen? Wunderbare Sachen. Wenn du am Griffende greifst, dann stehst du schlussendlich näher beim Ball. Und wenn du zurückschwingst, dann geht der Schläger steiler nach oben, was wiederum günstig ist, um einen flachen Ball spielen zu können. Wenn du jetzt einen flachen Ball spielen möchtest, kannst du dir überlegen, ob du ihn unten greifen möchtest, dann kommst du nicht so weit. Wenn du ihn in der Mitte hältst, kommst du etwas weiter. Und wenn du ihn ganz oben hältst, dann hast du deine maximale Länge. Schau, wenn du einen flachen Ball spielen willst, dass du etwas näher beim Ball bist und der Handrücken hier gerade. Und dann wird der Flächer fortgehen, aufgrund von dem, dass er steiler zurückgeht, der Schläger, und wieder steiler nach unten kommt. Wenn du einen normalen Ball spielen möchtest, dann gibst du hier etwas Winkel hinein. Du kannst den natürlich auch am Griffende unten halten, bist aber dann nicht mehr so nahe beim Ball, sondern etwas weiter weg. Hast hier einen kleinen Winkel drin, damit du dein Handgelenk einsetzen kannst und kriegst dadurch ein bisschen mehr Höhe. Wenn du noch höher spielen möchtest, brauchst du mehr Schwung. Und mehr Schwung gibt es ja dann, wenn du weiter oben hältst, einen größeren Hebel hast. Dann gibt es hier auch etwas mehr Winkel im Handgelenk. Das wiederum hilft dir, dass du mit dem Schläger hier auch weiter nach oben gehen kannst, mehr Tempo generieren kannst und bekommst du das, einen höheren Ballflug. Und je nachdem, in welcher Situation dass du dich befindest, hilft eben das Setup zu Beginn, damit die Schwungbahn dann zum passenden Schlag, den du brauchst, passt. Schau dir das Video an zu den drei Releases, dann hast du hier nochmal ein bisschen eine Übersicht, wie du den Schläger hier löst. Schau dir das Setup an, wie breit man hier steht, und versuche dich hier mit den einzelnen Variablen zurechtzufinden. Falls es nicht geht, kein Problem, ich bin da, helfe dir gerne, damit du im kurzen Spiel besser wirst. Bedanke mich für ein Abonnement, ein Weiterleiten an einen Freund, dem dies helfen könnte, und freue mich auf das nächste Video, wo du wieder etwas lernen kannst von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.